Starte mit mir für Rückenfit. In einem hüftbreiten Stand. Zieh als erstes deine Knie nach außen, spann Außenseite Oberschenkel. Schieb deine Hüfte leicht nach vorne, spann den Po aktiv an und halt mit der Bauchmuskulatur dagegen. Bauch fest, Po fest. Heb die Brust, halt die Schulterblätter hinten fest. Bring eine Hand in angewinkelter Position neben deinen Körper. Ellbogen knapp hinter deinem Körper, Brust maximal angehoben. Den anderen Arm bring weit nach außen. Zieh die Schulterblätter zusammen, Hand dreht sich nach oben, hält hier, der andere Arm hebt seitlich und kommt wieder tief. Hand dreht sich nach unten und jetzt wechsel die Seite, komm mit dem Ellbogen nach innen, andere Seite nach außen, Arm dreht sich, Hand dreht sich und heben, senken und wieder zusammenkommen. Heraus. Und jetzt versuch mal, die beiden Elemente zusammenzufügen. Koordination, Körperkontrolle. Wenn die eine Seite rotiert, hebt die andere Seite den Arm. Dann zurück auf Ausgangsposition. Weit, Rotation und Zeit heben, rotieren, heben, zurückrotieren, senken, Ellbogen nach innen, letztes Mal, zweite Seite, raus, rotieren und senken. In dieser Position bring die Fingerspitzen Richtung Boden, öffne die Brust weit, schieb den Po nach hinten, kipp den Oberkörper nach vorne, lass die Beine 80% gestreckt und hier in dieser Position halte kurz, Bauchnabe zieht nach innen, schieb die Hüfte nach vorne, richte dich auf, kreis einmal deine Schultern und starte neu. Schieb den Po nach hinten, gib den Oberkörper nach vorne, Bauch fest, Po fest, halte kurz, richte dich auf, kreis die Schultern nach hinten, starte neu, Fingerspitzen tief, und richte dich neu auf, Schulter kreisen, ein letztes Mal, aber jetzt bleib am unteren Punkt, verharre in der tiefen Position, stopp hier, mach dein Bauch noch fester, mach dein Po noch fester und bring deine Hände jetzt gestreckt nach außen oben, aber neben deinem Brustkorb und nicht neben dein Gesicht, da hinten, halte die Position und mach hier eine Rotation, bring deine Handfläche nach oben und wieder unten. Heben, senken, heben und senken, heben und senken, heben und senken, stopp hier, senk dich ab nach unten, schieb die Hüfte nach vorne, Schulter kreisen, starte neu, komm tief, Arme weit, Rotation, hoch, 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 Schulterrotation. Acht mehr, acht, sieben, sechs, fünf, vier mehr, vier, drei, zwei, eins, stopp hier, richte dich auf, kreis die Schulter und dann von hinten nach vorne, wechsel die Richtung, wieder nach hinten, wieder nach vorne.
Kreisen wechseln und wechseln, kreisen, hoch und jetzt Arme in gestreckter Position vor deine Oberschenkel, langsam hoch, Brust heben, Arme paddeln, paddeln. Hier ist der allerwichtigste Punkt. Die Spannung in deiner Körpermitte. Dass nicht dein ganzer Körper pendelt, dass du stabil bist, dass du unter Kontrolle bist. Halt auch hier die Spannung Außenseite Oberschenkel. Noch 8, 7, 6, 5, 4 mehr. 4, 3, 2, 1, stopp hier, zieh die Ellbogen nach hinten, erhol dich kurz, senk die Arme ab, leg dich auf den Boden, leg dich auf den Bauch. In dieser Position, Hände verschränken ganz bequem unter deinem Kinn. Füße nach hinten lang, Zehenspitzen ausstrecken und jetzt Füße heben und senken in langsamem Tempo. Los geht's, komm hoch und tief. Zieh deinen Bauchnabel fest nach oben, mach die Wirbelsäule fest. Heben und senken. 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 Gleiches Spiel, gleiche Übung mit dem Oberkörper. Füße bleiben am Boden, Brust hebt sich und senkt sich. Spannung zwischen den Schulterblättern, Ellbogen bleiben hinten, Hände neben deinem Kinn. Hoch und tief. Je fester du deine Bauchmuskulatur anspannst, umso mehr Schutz für deine Wirbelsäule. Solltest du eine Option brauchen, eine Unterstützung, bring die Fingerspitzen auf den Boden. Hilf so viel wie nötig. So wenig wie möglich wechsel Füße paddeln. Komm hoch und paddel mit deinen Füßen. Kinn kannst du wieder ganz bequem deine Händen auflegen. Wenn du willst, kannst du das Kinn auch weiter nach unten ziehen und die Hände und die Stirn zusammenbringen. Paddel weiter, spür die Spannung in deiner Po-Muskulatur. Lass die Füße hüftbreit, lass die Füße eng. Je mehr du deine Po-Muskulatur spürst, umso besser für den unteren Rücken. 4, 3, 2, 1, stopp. Leg kurz ab, bring die Hände neben den Brustkorb. Und jetzt eine Seite heben und nach vorne schieben. Hoch, schieben, ziehen, tief, andere Seite. Hoch, schieben, ziehen, beide zusammen. Hoch, schieben, ziehen, erste Seite. Hoch, zweite Seite. Hoch, schieben, ziehen, zusammen. Danach stopp, Kinn auf die Hände, Füße paddeln. Paddeln, paddeln, paddeln und paddeln. Hör nicht auf. Spannung Bauch, Spannung Po. Wenn wir gleich wechseln, leg dich auf den Rücken. 4, 3, 2, 1 und komm auf die Knie. Die Hände dreh dich in die Rückenlage. Bring deine Hände in gestreckter Position nach oben. Und jetzt komm hoch, beide Hände auf einer Seite neben dein Knie, zurück nach oben und dann erst tief. Das ist die Bewegung. 1, 2, 3, 4, nochmal. Hoch, vorne, oben, tief, nochmal. Lift, cross, zurück nach oben und tief. Stopp hier, locker dich kurz,
Mach die Beine lang und locker dich. Bring als erstes deine Arme nach oben über den Kopf, mach die Füße und die Arme maximal lang. Bring die Füße eng an dein Po. Hände neben deinem Brustkorb, Handflächen zeigen zur Decke. Schieb die Hüfte nach oben, hoch, hoch und komm tief und tief. Leg nicht ganz ab, komm hoch, hoch, squeeze dein Po. Po-Muskulatur ist die Unterstützung für den unteren Rücken. Schieb hoch, hoch, komm tief. Denk dran, je besser du deine Po-Muskulatur spürst, umso besser unterstützt du und trainierst deinen unteren Rücken. Schieb hoch, hoch, komm tief, tief, hoch. Bleib oben, halte und pulsiere oben mit kleinen Bewegungen. Die oberen 10 cm, je kleiner und intensiver du pulst, schraub deine Fersen in den Boden, squeeze dein Po, halte die Spannung. Schulterblätter fest am Boden, obere Zone der geraden Bauchmuskulatur ist Unterstützung, dass du nicht zu sehr ins Hohlkreuz verfällst. Leichtes Hohlkreuz ist völlig okay. 4, 3, 2, 1, leg langsam ab. Mach die Füße lang, Arme lang. Dreh dich wieder in die Bauchlage. Wechsel wieder die Seite und bring die Hände verschränkt unter dein Kinn. Füße heben und senken. Heben und senken. Heben, senken. Heben und senken. Hoch, tief und hoch und paddeln mit deinen Füßen. Füße paddeln, Bauch ist maximal fest. Angespannte Po-Muskulatur schiebt dein Beckenknochen Richtung Matte. 4, 3, Achtung, Wechsel, Oberkörper heben und senken. Komm hoch und tief. Warum machen wir eigentlich so schnelle Wechsel im Rückenflip, fragst du dich jetzt vielleicht. Schnelle Wechsel fördern die Koordination, fördern deinen Kopf, dass du jederzeit bestimmst, was macht dein Körper, was macht dein Körper wann, und wie und in welcher Geschwindigkeit. Gezielte Förderung der Koordination bringt dich weiter. Achtung, Füße, paddeln. Paddeln. Füße paddeln. Wechsel Oberkörper. 4, 3, 2, 1. Heben. Senken. Heben. Und senken. Heben, senken. Letztes Mal Füße paddeln. Los geht's. Paddeln. Stabilität und Kontrolle aus einer stabilen Grundmuskulatur. Oberkörper 4, 3, 2, 1. Heben und senken. Heben und senken. Kannst du die beiden Übungen jetzt zusammenbringen? Füße paddeln, Oberkörper heben und senken. Probier es mal aus. Paddeln, heben und senken. Zwei unterschiedliche Bewegungen, zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Für deinen Körper, für deinen Kopf. Noch 4, 3, 2, ein letztes Mal und dann stopp hier, komm auf die Hände, auf die Knie, schieb dein Po nach hinten, lauf mit den Fingerspitzen nach vorne, löst die Spannung, schieb dein Gewicht nach vorne, heb die Brust, zieh die Schultern hinten tief. Und
Füße. Komm nach oben. Wir kommen zurück in die stehende Position. Genauso wie die Po-Muskulatur die Unterstützung für den unteren Rücken ist, ist die Schultermuskulatur die Unterstützung für den oberen Rücken. Deshalb locker deine Arme nochmal kurz. Komm mit gestreckten Armen neben deine Oberschenkel. Heb einen Arm aus. Hoch. Senk ihn langsam wieder ab. Andere Seite. Heben. Gestreckt. Wenn wir das nächste Mal wechseln, nach vorne. Gestreckt. Hoch. Und tief. Und jetzt fügt die beiden Elemente zusammen. Ein Arm geht nach außen, der andere nach oben. Hoch. Tief. Wechsel. Koordination. Versuch, dass beide Hände, beide Arme ungefähr gleich schnell sind. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Stopp hier, schieb den Po nach hinten, lauf mit den Fingerspitzen nach unten. Und richte dich wieder auf. Tief. Hoch und starte neu. Ein Arm nach außen, der andere nach vorne. Hoch. Und tief. Andere Seite. Und dann immer einmal einen halben rumänischen Deckel. Tief. Und hoch. Starte neu. Heben. Senken. Andere Seite. Heben. Und jetzt noch einmal den Po nach hinten schieben. Absenken. Und unten halten. Stopp hier. Halte die Knie außen spannen, Außenseite Oberschenkel, heb die Brust, zieh die Schulterblätter hinten aktiv zusammen. Du spürst dein Becken, dein Po kippt leicht nach hinten außen. Spannung baut sich in der ganzen Länge deiner Körperrückseite auf. In dieser Position bring beide Arme gestreckt nach außen, langsam. Komm hoch und wieder tief. Beide Arme gestreckt nach vorne, hier kommst du jetzt nicht so hoch. Kommst du ungefähr Brusthöhe, wieder tief. Nach außen, hoch, tief, nach vorne, hoch, tief. Nach außen, hoch, tief, nach vorne. Und jetzt versuch mal, immer wenn du nach außen gehst, nichts zu tun, außen. Und immer wenn du nach vorne gehst, einen Fuß mit nach hinten zu bringen. Vorne. Zusammen. Außen nichts. Und wenn du nach vorne kommst, den anderen Fuß nach hinten. Du musst dein Gewicht verlagern, deinen Schwerpunkt verlagern, dass deine Körpermitte maximal unter Spannung bleibt. Außen. Und vorne. Der Fuß tippt nur auf die Zehenspitze. Zweite Seite. Ganz smooth. Po-Spannung, Bauchspannung. Letztes Mal nach außen. Und dann stopp unten, richte dich auf. Und bring deine Hände nach oben. Mach dich groß. Öffne dich nach außen weit. Bring einen Arm vom Körper quer, stretch deine Schulter. Öffne dich weit, stretch die andere Seite die Schulter. Öffne dich nochmal weit, mach dich nach oben groß. Öffne die Brust nochmal weit.
Atme aus und mach dich nach vorne lang. Roll dich klein ein. Bring die Fingerspitzen Richtung Boden. Komm langsam auf die Matte. Schieb deinen Po nach hinten, lauf mit den Fingerspitzen nach vorne. Setz ihn nach hinten tief. Mach ihn nach vorne lang. Löst die Spannung, schieb dein Gewicht nach vorne, heb die Brust, halt die Schulterblätter hinten tief. Kopf in den Nacken, tief in den Bauch einatmen. Schieb den Po nach hinten, komm in die Mitte. Roll dich klein ein, mach deinen Rücken rund. Leg den Kopf in den Nacken, kipp den Po nach hinten raus. Roll dich nochmal klein ein, einrollen. Und einsinken. Stopp in der Mitte. Locker dich kurz. Schnauf mal durch. Und dann von meiner Seite, Dankeschön.